kommt zunächst der Angriff auf Siedler und dann hier wird Jerunmühl unschuldig auf die Hörner genommen, der kann ja nichts dafür. Man versucht zu dritt nebeneinander in Richtung der Kuppe zu fahren. Hier die Perspektive der Kamera des Nachfahrenden. Da kann Luczewski überhaupt nichts für. Der kann sich ja schlecht in die Luft auflösen. Das war schon ein Unfall der übleren Sorte. Nochmal genau. Kittmeier am Bildschirm. Auto in dem Fall der Übeltäter. Mühlen aufgespießt hat.